Welche Abenteuer erlebt Professor Plumbum? Der Professor erlebt überhaupt keine Abenteuer. Das machen die Kinder, Hannah und Henry. Die reisen mit ihrem Kater Caruso in fremde Welten. Und zwar immer dann, wenn sie mit dem Bleistift malen, entstehen Bilder, in die sie eintauchen. Was ist das Besondere an den Büchern? Das ganz Besondere sind die Zauberbilder vorne und hinten im Buch. Gibt es noch weitere Bände? Ja, als nächstes werden die Kinder in die Dinosaurierwelt gewirbelt und danach tauchen sie, nee, das stimmt ja gar nicht, die kommen erst in die Eiszeit und danach werden sie bei den Dinosauriern auftauchen. Das darfst du verraten? Ja, ich glaube. Was willst du noch loswerden? In den Büchern gibt es ja Zauberbilder. Welches ist denn dein Lieblingsbild?